Das ist einfach unfassbar, so eine eigene Figur zu haben, so einen Song dazu zu machen. Echt mega cool. Worauf noch warten, das ist unsere Zeit. Denn wir sind jung und frei, jetzt und hier. Was verbinde ich mit Lego? Also ich habe als Kind schon immer mit Lego gespielt und für mich war das immer so, wow, ich will unbedingt zum Geburtstag was von Lego haben. Für mich war Lego immer so ein mega Spielzeug. Bereit für meine Eroberung, Ninjagos? Mehr als bereit. Das ist wirklich so unglaublich. Ich konnte das gar nicht glauben, so als die angefragt haben, ob wir das machen wollen. Das war so, ey, ich habe als Kind mit Lego gespielt und jetzt mache ich einfach einen Song für die. Stark sein, wenn wir wollen, nicht lange überlegen. Yeah, worauf noch warten, das ist unsere Zeit. Denn wir sind jung und frei, jetzt und hier. Und wenn du auf der Bühne stehst, für mich ist es immer so unglaublich zu sehen, wie die Leute, die alle da sind, einfach jeden Song von Anfang bis zum Ende mitsingen. Im Studio, du machst diesen Song und du denkst, wow, das ist echt ein krasser Song geworden. Und du willst es den Leuten zeigen. Und wenn du dann auf der Bühne stehst und du musst eigentlich gar nicht singen, haltest dein Mikrofon da vorne und alle singen den Text. Das ist so, du kannst das nicht glauben. Hallo? Wer ist da denn? Lloyd Garmadon, dein Sohn. War wohl ein Hosentaschenanruf. Also als Kind habe ich natürlich immer davon geträumt, dass es so ist, wie es jetzt gerade ist. Aber man kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Und wenn ich mal Zeit habe, will ich immer auf jeden Fall nach Hause gehen, mit meinen Freunden was unternehmen, mit meiner Familie chillen. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Wenn Leute irgendwie schlechte Kommentare schreiben, dann ist das eben so. Es gibt immer Leute, die etwas nicht cool finden. Aber ich mache das, was ich cool finde. Und wenn es Leute feiern, dann liebe ich es natürlich. Aber es gibt immer Leute, die es nicht feiern. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall auch ein bisschen selbstbewusst sein und einfach sehen, wie viele Leute es feiern.